moment I understood. Ja, nicht nochmal. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Ugrutz und ihr seht Warhammer 40k Mechanicus. Wir klicken einfach mal auf Spielladen. Ugrutz Mission 2. Bam. Erweckungslevel 0%. Das sieht alles noch relativ gut aus. So, wir hatten die Mission beendet, indem wir die erste Mission abgeschlossen hatten. Haben jetzt hier unser komisches Basisschiff freigeschaltet und haben jetzt jede Menge neuer Einstellungen, die wir machen können. Leider, diese ganzen Matschgesichter sagen uns noch nicht allzu viel. Ich glaube, das hier ist unser Obermups-Boss. Keine Ahnung. Gehen wir auf Tech. Dies ist eine Liste deiner bislang gesammelten Technologien. Tech, wie Waffen oder Gegenstände, findest du auf Missionen oder erhältst sie als Belohnung für abgeschlossene Missionen. Okay. Bestätigen. Ja, alles gut. Alles gut. Weg, weg, weg. So, wir haben bisher eine Energieaxt gefunden. Mit einem Cooldown von 1, 3 bis 5 physischen Schaden. Und sie zerstört entweder eine Energierüstung oder eine physische Rüstung. Das heißt, wir reduzieren damit die Armor unseres Gegners dauerhaft um 1. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Und die Kognitionskosten sind mit 1 auch überschaubar. Aber ich glaube, das sind einfach die Dinger, die wir eh schon hatten, ne? Ja, das sind die Dinger, mit denen wir eh rumrennen. Also, da haben wir noch nichts freigeschaltet. Das ist noch völlig legitim. STK-Fragmente können in deine Rucksackplätze integriert werden. Und gewähren unterstützende Fertigkeiten wie zum Beispiel Heilung, Schaden oder absorbierende Schilde und mehr. Es gibt 3 Versionen jedes Gegenstandes und jede Version dazu nimmt stärker. In Ordnung. So, aber da wissen wir natürlich gar nicht, wie wir uns entscheiden sollen bei der Riesenauswahl. Haben wir nämlich genau gar nichts. So. Hier siehst du unsere Truppen und ihre bislang erreichten Level. Ja, wir haben einen Servitor und der ist Level 1. Auch hier überragend. Diese Liste zeigt alle bislang erworbenen Schiffsupgrades an. Schiffsupgrades beeinflussen deine Reparatureffizienz zwischen Missionen, die Anzahl der Tech-Priests, auf die du Zugriff hast und vieles mehr. Ja, auch hier nichts. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich. So, dies sind deine Lobgesänge, die auch als Lobgesänge des Omnisia bezeichnet werden. Es handelt sich dabei um Gebete, die du im Spiel einsetzen kannst. Lobgesänge werden durch das Abschließen bestimmter Quests freigeschaltet. Die erforderliche Quest wird bei jedem gesperrten Lobgesang angegeben. Du kannst freigeschaltete Lobgesänge dann auf Missionen mitnehmen und ihre unglaublichen Fähigkeiten einsetzen. So, bis dato haben wir die Litanei des Lebens. Stelle 5 Hitpoints von den aktiven Einheiten wieder her. Das klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Fühlen wir uns toll mit. So, dann gehen wir auf Kohorte. Willkommen in den Quartieren der Kohorte. Hier findest du alle verfügbaren Tech-Priests und aktuell freigeschalteten Soldaten. Soldateneinheiten erscheinen am oberen Bildschirm. Hier siehst du, welche Fertigkeiten jeder Soldat besitzt und kannst alle Werte für jede Einheit abrufen. Bestätigen. Tech-Priests werden in den unteren 6 Plätzen angezeigt. Klicke mit der linken Maustaste auf einen Tech-Priest, um mit der Anpassung zu beginnen. So, hier haben wir die Servitoren. Da haben wir unsere 6 Tech-Priests. Und wir könnten hier jetzt theoretisch mit der linken Maus draufklicken, um sie anzupassen. Willkommen beim Anpassungsbildschirm für die Tech Priests. Ja, es gibt verschiedene Anpassungsmöglichkeiten für Tech Priests. Du kannst ihre Waffen, ihre Augmatics, ihre Rucksack-Upgrades und vieles mehr ändern. Gut, du kannst deine Tech Priests hochleveln. Klicke dazu neben dem Porträt des Tech Priests auf den Battle Disziplinen. Machen wir doch mal. Dies ist der Disziplinenbildschirm. Hier kannst du deine Tech Priests mit Blackstone hochleveln. Jede Disziplin konzentriert sich auf einen anderen Spielstil. Wähle nun eine der Fertigkeiten aus einem der 6 Skillbäume aus. Okay, wir hatten den Techbaum Explorator. Da wäre das erste 3 Meter auf Bewegung. Bei Sekutor, der Trupp erhält 1 Damage, 4 Meter Bewegung, 15% Wahrscheinlichkeit für kritischen Schlag. Für den Servo-Skull. Das heißt im Prinzip, dass mein Hütchen 1 Damage macht und ein bisschen weiter fliegen kann. So, Tech Auxilium. Der nächste Angriff mit einer Waffe benötigt keine Kognitionspunkte. Boah. Lex Mechanic. Generiere 1 Kognitionspunkt beim Beginn der Runde der Einheit.
also quasi ein Auto-Upgrade. Das ist, wäre für den ganz gut, der die teure Waffe hat, glaube ich. Engine Seer. Active. Reinige das Ziel von negativen Effekten und Passive. Die Dauer der negativen Effekte wird im Einzug reduziert. Das klingt jetzt aktuell nicht sonderlich stark, aber ich bin mir relativ sicher, dass im Verlaufe der Mission sowas irgendwie wichtig werden könnte. Und Dominus. Plus 4 Reichweite für Fernwaffen. Ja, bis dato war es allerdings bisher noch nicht so das Reichweitenproblem. Ja, ist die Frage, ob wir das jetzt sofort machen. Das war auf jeden Fall der Kollege hier. Steht nichts von der Waffe drin. So, er hat jetzt 121. Kostet das nächste Upgrade und wir haben 300. Also wäre es nur sinnvoll, wenn wir beide einmal leveln. Wäre aber vielleicht interessant zu wissen, welcher ist. So ein bisschen. So, der hat die Axt und die Knarre. Ja. So, das war diese Billigwaffe. Das heißt, du bist nicht der, der teuer ist. Das heißt, du kriegst jetzt nicht dieses automatische Kognitionsdingsbums-Upgrade hier. Also das da, sondern du bist jetzt unser Servi. Keine Ahnung, du hast jetzt den Superschädel. Okay. Damit bist du jetzt Rang 2 und hast einen verbesserten Eisenschädel. Nun gut. So, es ist ratsam, ein vielseitiges Team zusammenzustellen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Tech Priests können auch multidisziplinär sein. Das bedeutet, dass sie Fertigkeiten aus mehr als einer Disziplin lernen können. Ja, habe ich mir gedacht. Wir gucken jetzt einfach mal spaßeshalber. Hier haben wir jetzt natürlich diesen nächsten Schritt, der da sagt, wir können uns den nicht leisten. Oder doch? Schalte ein einzigartiges, auf diese Disziplin beschränktes Körperteil frei. Ein Körperteil. So, 2 maximale Hitpoints, 1 Energierüstung, 3 Hitpoints und 1 mehr Bewegung, 4 Hitpoints und sonst nix. Und 2 Hitpoints und 20% Crit-Wahrscheinlichkeit. Also Damage, Tank und Speedy Gonzales. Interessant. Wir schließen aber jetzt erstmal, denn wir wollen nicht einen doppelt leveln, sondern tja, wir gehen ja zurück. Ah, den zweiten wollen wir jetzt leveln. Die Grafik hier ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Egal, wir disziplinieren jetzt auch diesen. Das ist der mit der teuren Waffe und der kriegt jetzt die Möglichkeit, einmal umsonst draufzuschlagen, alle 3 Runden. Sagen wir hier, okay, er ist auch Rang 2, jetzt haben wir nicht mehr genug von diesen Kötteln, um weiter zu leveln. Aber so rein Neugierde halber gucken wir mal, was hier die... Ja, ich wollte nur gucken. Na gut, man kann sich nie anzeigen lassen. So. So, die beiden haben wir jetzt jeweils auf Level 2. Bei den Servitoren können wir nichts leveln. Customized Faction haben wir jetzt noch. Mars Riser Metallica individuell. Hier könnte man jetzt... Kann man hier... Ah. Hier können wir uns jetzt... Tja, sehen wir da irgendeinen großen Unterschied. Machen wir unsere einfach mal... Ah. Primäre Farbe grün. Sekundäre Farbe, rot. Doch nicht so sekundär. Dunkelgrün. Ja, interessant. Also hier kann man seine Farben ändern.
Wir gehen aber erstmal wieder hier zurück auf die Missionen. Hier sehen wir den Missionsfortschritt. Es gibt einen Agrolex-Sektor, der geortet ist, und einen Ekropis-Sektor. So, 0%. Wieder mal einmal aufschließen. Neue Entsendung verfügbar. Das Tötungsglas. Tech Akquisitor Scaviola möchte ihre Erforschung der Geheimnisse... Ach, das ist ein Mädchen. Okay, mein Beileid. Möchte ihre Erforschung der Geheimnisse der Necrons beginnen und hat die Beschaffung von Exemplaren des Feindes aus dem Grad von Ekropis beantragt. So, hier gäbe es eine Besse, ein Makro-Stubber. Und Curatio-Clown. 91 Blackstone und die Mission wäre einfach. So, der Typ hatte auch was zu wollen. Der Lektor Dogmatis Videx hat die Entsendung eines Sensor-Servitors angefragt, um das Grab von Agrolex auszugasen und es von seiner spirituellen Verdorbenheit zu säubern. Da gäbe es die Arc-Pistole, die sieht komisch aus. Also eine Art AE-Waffe. Und ein Omnispex. Sieht auch seltsam aus. So, und hier gibt es jeweils nichts. Also hier gibt es die Hauptdinger. Ah, okay. Doch nicht. Also wir haben nur diese beiden Möglichkeiten. Dann würde ich sagen, dieser Schönheit kann man nicht widerstehen. Machen wir ihre Mission. Wir sammeln Necron-Proben, weil die Belohnung meines Erachtens ein bisschen besser ist. Zumindest mal ist es plumper Schaden. Das ist etwas, was mein beschränkter Horizont begreift. Starten eine Mission. Hier entscheidest du, welche Tech-Priests und Soldaten eine Mission bestreiten. Benutze die linke Maustaste, um die Einheit in den Arvus-Leiter zu setzen. Benutze die rechte Maustaste, um eine Einheit aus der Auswahl zu entfernen. Okay, wir haben relativ wenig Auswahl. Wir hätten sogar noch 3 freie Plätze, aber... Ah doch, wir können jetzt einfach mit Servitoren voll klatschen. Später kann man das dann scheinbar anders machen. Aber so ist es dann. Tech-Akquisitor Scaviola. Ich habe dich aufgrund deiner Forschungserfahrung mit Alien-Artefakten und Organismen für diese Mission rekrutiert. Damit die Ketzer von Stegis 8 die Geheimnisse dieser Welt plündern können. Deiner Name gleich falsch. Bei Einwand, Bedenken, Ärgernis, go to andere Mission. Ja, immer noch erfrischend. Damit du tun und lassen kannst, was du willst, ein logisches Versäumnis, Scaviola. Makarians 16.4. Achte auf deinen Bruder, denn ist seine Sünde die Ketzerei, so ist deine die Duldung derselben. Silver Tenebris Auswertung beginnt. Plus Wunder, plus Möglichkeiten, plus Geheimnisse. Seltene Gelegenheit für die Entdeckung von Informationen über Xenos. Auswertung darf nicht fehlschlagen. Die Logik deines Enthusiasmus entgeht mir, Tech-Akquisitor. Meine emotionalen Kerne erkennen nur Gefahr für unser Missionspersonal und die Gefahr erweckender Xenos. Tja. Daher bin ich auf einer Mission, meine Rolle gleich Informationen sammeln, Wahrheit suchen, zu menschlichem Verständnis aufbereiten, diktiert die Bergung des Mars, sammle Wissen zum Wohle aller. Und wie wirst du das ausführen, Scaviola? Persönliche Feldeinsätze, gleich suboptimal. Tech-Priests aussenden, gleich optimal. Erstes Ziel, Feldobjekte zur Erforschung sammeln, Standort Grab von Ekropis. Sofortiger Beginn. Ja, einmal mehr, die Dialoge sind grenzwertig bis anstrengend. Wenigstens einer, der vernünftig mit uns redet. Angesichts der Berichte aus dem Grab von Ekropis sollte es haufenweise Proben geben, die du sammeln kannst, Margus. Natürlich musst du sie zuerst töten. Ja, ach, hupsi. Meine Talente gleich nachträgliches Sezieren. Ich überlasse Ortung, Identifizierung, Ausführung deines Tech-Priests, Margus. Ich hoffe, dass dies die Mühe wert ist, Scaviola. Dies sind keine simplen Arbeiter-Servitoren, die wir in diesen Gräbern riskieren. Es sind Männer und Frauen, ergebene Anhänger des Kult Mechanicus. Wuhu! Ich stimme zu, Mac. Mark. Us.
berechtigtes Argument angesprochen. Stelle sicher, dass menschliche Leichen ebenfalls zurückgebracht werden. Plus Gelegenheit, die Auswirkungen von Necron-Technologie auf menschliches Fleisch zu erforschen. Boah, bist du ekelig. So, Entsendung Nummer 1, das Tötungsglas. Wir müssen uns entscheiden, ob wir hier lang oder dort lang wollen. Und ich glaube, der längliche Raum finden wir cooler. Also dackeln wir mal darüber. Dackel, dackel. Enthusiasmus fortsetzen. Unbedingt sichern. So, eine der Necron-Kriegsformen bleibt zurück, nachdem es der Rest der gefallenen Gebilde fortteleportiert. Er schimmert, so als würde er versuchen zu verschwinden. Den machen wir kaputt. Bams. Überlegen. Viele Funktionen der Necron-Teleportation sind möglichst selten. Wiederholung der Situation wünschenswert. So, zwei Kognitionspunkte haben wir gesammelt. Die scheinen wir jetzt zwischen den Missionen mit uns rumzuschleppen und somit beginnen wir den nächsten Kampf mit einem kleinen Vorteil vielleicht. So, das sind die Runden hier. Und die scheinen immer, scheinen pro Raum zwei Dinger zu verbraten. Und wenn hier das auf 1 geht, scheint irgendwas zu spawnen. Vermutung, Gräber besitzen autonome Reparatur- und Verteidigungswartungskapazitäten. Weitere Erforschung gleich ja. Besorg mir welche, Faustinius. Die nächste Kammer wurde durch die tektonischen Bewegungen der Erde über ihr beschädigt. Mehrere winzige kerferförmige Gebilde huschen beschäftigt über den Boden, um den Schaden zu reparieren. Die sammeln wir mal ein, würde ich sagen. Schlussfolgerung fortsetzen. Scarabs sind keine individuellen Gebilde, sondern Teil der Ressourcen des Grabs. Das ganze Grab ist ein Necron-Bau. Formulierung fortsetzen. Wundersames Kaleidoskop aus Hypothesen. So, weitere 2 CP gesammelt und 40 Popel. Was sehr gut ist zum Leveln, haben wir festgestellt. So, jetzt könnten wir entweder auf Stress aus sein oder aber wir holen uns jetzt erstmal Infos. Da ist sowas wie das Mission Objective. Wir gehen erstmal hier rüber. Unsere Anwesenheit wurde bemerkt. So, die Särge öffnen sich. Weiter. Das Erwachen der Necrons richtet sich nach unserer Präsenz im Grab. Auf deinem Weg durch die einzelnen Gräber werden Verteidigungssysteme aktiviert, wodurch sich der Schwierigkeitsgrad der Mission erhöht. Je mehr Zeit du in einem Grab verbringst, desto schwieriger wird die Mission. Okay. Es kann sich auch lohnen, die Grabstätte gründlicher zu erkunden, denn unbekannte Mengen verborgenen Wissens winken als Belohnung für die, die bereit sind, tiefer zu graben. Man hätte das wirklich schöner formulieren können. So. Selbstschutz versus Neugier. Zwiespalt ungelöst. Wunsch zu wissen, welchem Zweck die Kammer dient. So, die nächste Kammer ist gesäumt von grünen leuchtenden Zylindern, in denen eine Art Energie pulsiert. Die Luft ist dick und fettig und Statik springt aus den Extremitäten der Kohorte, als sie sich nähert. Die Kammer birgt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gefahr, aber nur durch sie geht es weiter. Versucht die seltsamen runterzufahren, langsam und bestimmt. Oder studieren. Ich würde sagen, wir sind mal langsam und bestimmt. So, die Kohorte schafft es erfolgreich durch die Kammer ohne Schaden zu nehmen. Allerdings hat es länger gedauert als für die Mission dienlich. Kurz nachdem sie die Kammer verlassen hat, beginnt bei den Mitgliedern ein starker Ausschlag, ein Zittern, nässende Wunden und ein ungewöhnlicher Husten, der ihre Kampffähigkeiten einschränkt. Das ist nicht gut. Necron-Initiative wurde erhöht und die Erweckungslevel wurde um 1 erhöht. Wow, dann sind wir schon bei Erweckungslevel 2. Oder auch nicht. Who knows. So, das ist jetzt die Sache, ne? Wenn wir hier hingehen, riskieren wir den nächsten Level der Graberweckung, würden aber wahrscheinlich weitere Vorteile kassieren. Wenn wir direkt hier rüber gehen, tun wir das nicht. Und das machen wir jetzt einfach mal. Denn wir haben schon volle Kognitionspunkte. Glyphe. Ja. Dieses Bedienfeld steuert die schwere Tür, die in den Schatzraum voller Kognition führt. Wenn wir die richtigen Befehle finden, gehört die Belohnung uns. Ja, 50-50, ne? Wenn nicht, müssen wir die andere nehmen. Nehmen wir die.
Bam, zwei Hitpoints für einen der Servitor. Eine Art Behälter scheint mit rohen Binärdaten gefüllt zu sein, die eindeutig Xenos Ursprungs sind. Vereinzelt laufen Datenfunktionen durch das in die Jahre gekommene Dichtungsmittel, das einen Schatz im Inneren schützen sollte. So, das hat's jetzt nicht gebracht. Oder doch? Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Extra Nekons im Kampf? 2. Ja gut, wesentlich schneller dann kommen wir nicht. Gut, wir hätten durchpreschen können. Also ein weniger Erweckungslevel durch die nicht vorsichtige Alternative. So, wir haben da 2 Nekron Warrior. Allerdings noch relativ überschaubar. Der dahin. Die hier hin. Die Bodyguards dahinter, der angeknackte darüber. Denn wir wollen ja der Kuse hier keine unnötigen Leichen zum Untersuchen geben. So, jetzt haben wir eine höhere Initiative. Was so katastrophal schlimm für uns gar nicht war, muss ich sagen. So, Servitor Nummer 1. Versucht die Agro zu ziehen. Ne, das gibt keinen. Was soll's, hier ist noch eine Brücke. Wir haben nur 2 Gegner. Wir machen trotzdem so Pferdchensprungabstände wie beim Schach. Und man weiß ja nie, ob die nicht vielleicht AE-Fähigkeiten haben. So, der hat 6 Hitpoints und einen blauen Schild. Okay, wir sehen unseren ersten Fehler. Wir haben keinerlei Waffen eingepackt. Das macht die Mission jetzt minimal schwer. Bis unmöglich. Ich dachte, sie haben eine Standardausrüstung. Das war echt kacke. Ich glaube, wir wollen die Runde verzögern. Was gerade den Zug dieser Einheit verzögert und sie dadurch ans Ende der Initiativleiste gesetzt. Du kannst den Zug einer Einheit nur einmal verzögern. Ja, aber jeder Einheit vielleicht, ne? Ja, jetzt müssen unsere teuren Einheiten hier tanken. Der Schmerz führt mich zur Weisheit, ja. Volle Wurst. Mich auch. Verzögern. Verzögern. Du hudelst mal einen Lobgesang. Ja. Einmal Kommission eingesetzt. So, 5 Punkte repariert. Ist ja egal, wann wir das einsetzen. Mal darüber und scannst. Ja, ich versuche von ihm die Werte zu erfahren. 9 Hitpoints und ein gelben Schild. So, hängt jetzt weiter. Hilft ja nichts. Die Mission auf jeden Fall verkacken, wenn wir uns, weil wir unserer wichtigsten Einheit keine Waffen mitgegeben haben.
DD, sage ich nur. Denkbar dämlich. Aber gut, das sind Sachen, die man falsch machen, naja, kann, nicht zwingen muss. Aber vielleicht reichen unsere vier Servitoren ja, um hier einen zu rocken. Da kommen Skarabäen. Und weitere Necron Warrior. Damage. Besser als nix. So, du gehst darüber. Versuchst dem einen auf die Glocke zu geben. Auch 2 Damage. Kritisch für 4 Schaden, das ist nicht gut. Wenn ein Feind den Nahkampfbereich verlässt, kann deine Einheit einen Gelegenheitsangriff ausführen, sofern sie eine Nahkampfwaffe hat. Bestätigen. Bei einem Gelegenheitsangriff führt deine Einheit einen kostenlosen Nahkampfangriff aus. Jede Einheit kann pro Runde nur einen Gelegenheitsangriff ausführen. Das heißt, der dengelt dem 5. Und da hat es unseren Servitor erwischt, wegen der Krabbelkäfer. Ich glaube, das müssen wir gleich neu laden, das taugt so ja nicht, ohne Waffen. Da hat irgendwas auch raus, Käfer wahrscheinlich. Oh. 75 Blackstone, okay. Hat er wenigstens irgendwas Sinnvolles gemacht. Grenze mal darüber. Sechs und ohne Schild. Immerhin. Kritisch, scheinbar. Da kann man ohne Waffe irgendwas machen. Antwort ist nein. Ein Damage. Das war nicht viel. So. Und die kleinen Kekse weggehauen. Gehen wir da noch rüber. Der rennt weg. Was ganz gut ist. Er ballert auf unseren Magus, was eigentlich nicht gut ist in dem Fall, uns aber sehr zu Pass kommt. So, du musst hier nochmal draufhauen, damit der nicht mehr regeneriert. Erstmal Platz machen.
schneller wieder so. Unsere Hoffnung ist ja immer noch, dass sie gar nicht wiederbelebt werden. Hier die Positionierung ist so ein bisschen seltsam. Köder. Und du genauso. Oh Gott, die Mission hätte so leicht sein können. Jetzt haben wir das erste Mal einen von unseren anderen Gangster verloren. Ich hoffe, die spawnen zwischen den Missionen auch neu. Wir gehen jetzt erstmal dort rüber. Und scannst den Typ. Ja. Ja. Dann lassen wir angeblich den Damage erhöhen. Auf ihn. Und schauen wir mal, ob das auch stimmt so. Dahin und sind einfach mal eine Glocke. 2 Damage. Na gut. Du versteckst dich erstmal hinter der Leiste. Wir wollen nicht, dass du jetzt umgeboxt wirst. Das ist nämlich eine aufgeladene Waffe. Du kommst auch nicht ganz ran. So, wir sind jetzt Angriff für 5. Sehr schön. Keine Gefahr verbleibt. Das heißt, wir werden es tatsächlich irgendwie hingekriegt. Bewertung der Umstände. Enttäuschung bestätigt. Necrons setzen Teleportationstechnologie ein, um sich nach ihrer Eliminierung aufzulösen. Fragestellung. Wohin gelangen die Überreste? Faszination steigt. Ja, wir archivieren mal die Schäden. Kaum, dass das Schild ist, verschwindet das Necron-Dübel und hinterlässt keinerlei Proben, die geborgen werden könnten. Necrons setzen Teleportationstechnologie in Waffen ein. Bedürfnis berechnen, lebendige Ziele für die Auswertung der Auswirkungen von Gaussfeuer auf den menschlichen Körper. Ergebnis gleich höchst ausschlussreich. Kognitive Kanister. Ziel auf eine Truppe. Für ihren nächsten Basisangriff erhält sie plus 1 Damage und 25% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer. Ja, das ist wahrscheinlich nur so ein Kanister für einen Rucksack. Die Kohorte kehrt ohne physische Proben von Necron-Konstrukten sehr frustriert aus dem Grab zurück. Die Daten, die sie über die Ausmusterung von Necron-Überresten gesammelt hat, sind dennoch sehr aufschlussreich. Wertvolle Daten, größer Gegenwart, Gegenwart größer Vergangenheit, vollständiges menschliches Wissen erhöht, Missionsfazit positiv. Na, geht so, wir waren ohne Waffen unterwegs. Ich kann nicht sagen, dass ich dein Fazit teile, Scaviola. Nützliche Fazitaufzählung folgt. Necron-Auflösung bezeugt. Feindliche Konstrukte zerstört. Necron-Kampfkraft beurteilt. Wahrscheinlichkeit eines verfügbaren und funktionierenden Necron für Sektionen erhöht. Meine emotionalen Kerne senden Gefühle von Frustration und Abneigung zurück und ich möchte sie anerkennen. Die Leben meiner Tech-Priests dienen nicht dazu, für die Erfüllung deiner Wünsche riskiert zu werden, Tech-Akquisitor. Sie müssten riskiert werden, um Informationen, Bildung, heiliges Wissen zu erlangen. Dein Verständnis gleich zulässig. What the hell? Okay, der Schaden auf den Tech-Priests gibt Abzüge. Getötete Necrons geben Boni. Das heißt, wir haben jetzt quasi Minus gemacht. Kann das sein? 140 verloren, 115 gefunden. Aber das passt nicht so ganz. Ne? 3% Bedrohung erhöht. Mausklicks 217. Zurückgelegte Entfernung 167. 6 erkundete Räume, 6 gespielte Runden, 13 Angriffe.
Okay, interessante Statistiken. Wir schließen das Ganze mal. Und gucken jetzt mal, ob der noch wieder lebt. Ja, scheinbar sind diese Kosten, die dann entstehen, die Wiederauferstehungskosten. So, und jetzt müssen wir auf den Kollegen draufgehen. Denn so, wie das jetzt aktuell geht, lief, ging es ja gar nicht. Ne? Also wir müssen die jetzt tatsächlich so Diablo-mäßig ausrüsten. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Du warst der Kollege mit dem Superschädel. Hier stehen jetzt dummerweise natürlich nicht dabei. Kognitionsclown, okay. Kann man das so reinsetzen? Da kann man das so reinsetzen. Brauchst du mehr Augen? Was brauchst du? Mehr Augmentplätze. Okay. Tja, ist die Frage. 2 bis 4 Heilungen gegen... Ich glaube, wir nehmen lieber die Heilung. So. Fernkämpfer und Heiler bist du jetzt. Und das ist die bessere Waffe. Guck mal, was hier... Mehr Augmentplätze. Ja. Augment Capacity 2 von diesen... Wir können also 2 Upgrades mitnehmen. Das heißt, so sieht das jetzt bei uns aus. Und der andere Knilch, der hatte die Gratis-Attacke. Und... Puh, nimmt der auch so eine Waffe mit? So, der Bonus von dem Ding hier ist, dass er die Kampfwerte des Ziels offenbart. Das macht Energieschaden. Ich glaube, wir nehmen dann doch mal die schlechtere Waffe wieder mit. Einfach weil sie halt Energieschaden macht. So, damit hat er jetzt seine Augmentfähigkeiten auch quasi ausgelastet. Aber wie gesagt, er zahlt ja für die Schüsse nichts. So, wir haben 310, das heißt, wir könnten ihn jetzt tatsächlich upgraden. Laden wir mal so einen Heiler ab hier und gucken uns mal seine erste Rüstung an. Ich glaube, wir nehmen 2 Hitpoints und eine Energierüstung für ihn. Und seine Augmentkapazität wurde dadurch auch erhöht. Das ist gut. Damit hat er jetzt 3 Punkte und wir könnten ihm dann hier noch die schwache Waffe, können wir irgendwie mitgeben. Genau, das heißt, er hat jetzt eine stärkere Waffe mit physischem Schaden, eine schwächere Waffe mit Energieschaden und einen Reparaturarm. Und wir gehen noch auf den anderen Kollegen, der holt sich dann hier auch sein erstes Upgrade. Bei ihm ist es eine physische Rüstung und 4 Hitpoints, als Nahkämpfer nicht schlecht. Oder 2 Hitpoints und 2 Meter Bewegung. Als Nahkämpfer auch nicht schlecht. 2 Energierüstung. Nicht verkehrt. 1 Hitpoint und 20% Crit-Chance. Ich glaube, wir nehmen... wir nehmen die Rüstung. Rüstung ist gut. Und er kriegt jetzt hier das andere Ding in den Schädel. Mit der Wahrscheinlichkeit jetzt... Okay, ja, wir können also quasi einen unserer Servitoren um 1 pimpen, sowie seine Wahrscheinlichkeit um 25% erhöhen, dass er crittet. So, damit haben wir uns fertig ausgestattet und finden uns jetzt eigentlich schon relativ cool, zumal wir wissen, dass wir in der nächsten Mission Waffen haben. Aber diese nächste Mission, die würde ich dann gegebenenfalls natürlich im nächsten Let's Play machen, auch wenn dieses dann jetzt nicht ganz so lang war, aber durch die ganze Vorleserei habt ihr viele Infos, die ihr verpacken müsst. Wir haben den Necron-Erweckungslevel auf 3 erhöht.
hier haben wir, ja gut, die eine Waffe, die wir jetzt bekommen haben, neu dazu gekriegt. Da diese beiden Teile, da nichts, da gar nichts und da auch nichts. In Ordnung. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ogrutz.